hingewiesen. Es wird sich zuspitzen. Es wird zunächst mal an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems zu solchen krisenhaften Entladungen kommen. Ich erinnere an die Südostasien-Krise 1997. Oder Argentinien. Oder Argentinien und einige andere. Und meine These war, es wird sich nicht beschränken lassen auf die Peripherie. Es wird mehr und mehr in den Kern, in die Zentren des globalen Kapitalismus hinein sich auswirken müssen. Das kam dann ja ansatzweise mit der Krise an den neuen Märkten, also neue Technologie. Das schien ja nun alle bisherigen Grenzen zu sprengen. Informationen konnten im Computerzeitalter mit Lichtgeschwindigkeit übermittelt werden und damit auch Informationen an den Börsen, also um Unsummen von spekulativem Kapital rund um den Globus zu bewegen. Da schienen auch unbegrenzte Spekulations- und Renditemöglichkeiten. Also Wachstumspotenzial. Wachstumspotenzial, aber keiner hat darüber nachgedacht, was ist denn die reale Grundlage des Wachstums, sondern die Kurse gingen in die Höhe, dann eben an den neuen Märkten. Ja, man wurde schon fast dann mitleidig angeguckt, wenn belächelt, wenn, also für die, die überhaupt an der Börse da eingestiegen sind, wenn man noch in diese alte Technologie irgendwo investiert hatte und sein Geld dort angelegt hatte. Also kurzum, die neuen Märkte, das war der große Renner. Damals war ja dann auch noch hier die T-Aktie, Telekom, und die musste unter das Volk gebracht werden, und allabendlich haben wir dann Sendungen gehört mit einem bekannten Schauspieler ja auch noch als Werbeträger. Das wurde zum Volkssport, man musste dabei sein, und so sind sie alle auf den Zug draufgesprungen, oder viele. Und die Kurse gingen ja tatsächlich in die Höhe, eine Weile lang. Und meine These damals war, das kann nicht von Dauer sein. Sie müssen einstürzen, und alle Male die an den neuen Märkten. Und sie sind so jämmerlich eingebrochen. Wobei es übrigens ja nicht nur Verlierer bei solchen Crashs gibt, sondern es gibt immer auch Gewinner. Nämlich die, die rechtzeitig auf hohem Niveau der Kurse, wohl wissend, dass das bald kippen wird, aussteigen, die können ihre Spekulationsgewinne ja realisieren. Und wenn sie dann genügend Geduld haben und die Kurse sind abgestürzt und sie steigen dann auf niedrigem Niveau ein, dann können sie mit einer gegebenen Summe von Geld ganze Imperien aufkaufen. Also solche Krisen haben immer auch Gewinner, neben vielen Verlierern. Ja, kurzum, das war also das Vordringen der Einbrüche von der Peripherie des globalen Weltsystems in die Zentren, also in dem Fall jetzt hier auch nach Deutschland, neuer Markt. NEMAX hieß das damals, neuer Marktindex. Dann dachte man ja, der neue Markt, das war alles ein bisschen übertrieben. Aber die anderen Börsen, die sind solide, und da kann sowas nicht passieren. Ja, auch das habe ich nicht für glaubwürdig gehalten, weil sich eben ableiten lässt, und das können wir vielleicht im Gespräch etwas rausarbeiten, auf der Grundlage des Zinssystems, auf der Grundlage der Dynamik des Zinseszinses, muss es schließlich zu immer mehr Entwertungsprozessen kommen, also von Geldvermögen, die nur scheinbar virtuell sozusagen Vermögen darstellen und die gar nicht hinreichend realwirtschaftlich begründet sind. Und diese wachsende Spannung zwischen beiden muss sich irgendwann lösen. Und eine Form davon sind die Kursstürze, zum Beispiel eben an den Börsen. Ja, ein paar Jahre später ging es ja vor allen Dingen in den USA los mit den Hypothekenkrisen, also Kredite, die von den Banken an Häuslebauer gegeben wurden, zu unglaublich günstigen Bedingungen. Also man hat den Häuslebauern die Kredite quasi hinterhergeschmissen. Man hat dann auch gesagt, guck mal, die Immobilienpreise sind ja über Jahrzehnte angestiegen, das wird auch so weitergehen, und wenn ihr jetzt ein Haus baut, dann könnt ihr sicher sein,
wenn ihr wirklich mal Geld braucht, dann könnt ihr das Haus verkaufen und dann werdet ihr einen Spekulationsgewinn ohnehin mitnehmen. Und also könnt ihr dann auch den Kredit locker zurückzahlen. Und so hat man also Millionen von amerikanischen Haushalten dazu gebracht, Kredite für Hausbauten aufzunehmen, mit der Vereinbarung, dass der Zinssatz angepasst werden kann den marktüblichen Bedingungen. Und dann stieg der Zinssatz später und Millionen von Haushalten saßen in der Zinsfalle drinnen. Das heißt, sie mussten jetzt den gleichen Kredit, die gleiche Summe, mussten sie jährlich zu einem höheren Zins bedienen und das hat vielen das Genick gebrochen. Ja, dann kam da einiges ins Purzeln. Es zeigte sich, dass diese Forderungen gegenüber den Kreditnehmern, dass die nicht oder nicht vollständig eingetrieben werden konnten. Also von Seiten der Gläubiger, von Seiten zum Beispiel der Banken. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann gibt es ja noch etwas weiteres, neben der Tilgung und neben den Zinsen, die mit dem Kredit verbunden sind, gibt es ja dann noch die dingliche Sicherung. Und die besteht in dem Fall darin aus Haus und Grundstück, also aus der Immobilie. Und wenn die Bank Zinsen und Tilgung nicht vereinbarungsgemäß mehr einfordern kann, oder fordern kann sie, aber sie kriegt es nicht bedient, dann hat sie das Recht, auf das Eigentum des Schuldners zurückzugreifen, also auf das Haus. Und eine Bank ist nun kein Immobilienunternehmen, in der Regel jedenfalls. Sie wird also jetzt nicht diese Häuser selber halten, sondern sie wird im Großen und Ganzen die Häuser so schnell wie möglich in Geld umwandeln wollen. Und so schnell wie möglich heißt Zwangsversteigerung. Das ist ein ganz normales Geschehen bei Hypothekenkrediten, dass es immer mal zu Zwangsversteigerungen kommen kann. Es wird problematisch, wenn es eine Welle von Zwangsversteigerungen gibt. Und das ist dann in den USA gewesen. Da kommen so viele Grundstücke auf einmal auf den Markt, also sie werden verkauft. Bei Zwangsversteigerungen ist es eh klar, dass man immer weniger bekommt, als man unter sonstigen, regulären, weniger hektischen Bedingungen bekommen würde. Und also sind die Immobilienpreise, die vorher in die Höhe gegangen waren, sind auf breiter Linie eingebrochen. Das bedeutete nun, die amerikanischen Banken mit ihren Forderungen hatten jetzt nicht mal mehr dingliche Sicherheiten. Meine These ist, im Gesamtsystem ist das auch gar nicht möglich. Vielleicht sollte ich das mal mit einer Kurve hier ganz kurz andeuten, nämlich diese Rolle des Zinseszinses. Das ist hier der Zeitablauf und hier ist Geld angelegt. Das muss jetzt nicht nur ein Einzelner sein, sondern die Summe von Geldanlagen, die jährlich einen Zins abwerfen. Und wenn diese Zinserträge auf diese Geldanlage draufgepackt werden, dann ergibt sich hier eine Entwicklung der Geldvermögen über Jahre oder Jahrzehnte. Man spricht hier von exponentiellem Wachstum, also ein beschleunigtes Wachstum. Das geht aber nur, das ist ja für die hier wunderbar. Und das macht der Zinseszins. Das geht nur, wenn es irgendwo anders im Gesamtsystem ein entsprechendes Anwachsen von Verschuldung gibt. Und wer kommt da in Frage für Verschuldung? Das sind die privaten Haushalte, das sind private Unternehmen, also Kredite für Investitionen, das ist der Staat als möglicher Schuldner, Staatsverschuldung. Das alles innerhalb eines Landes und dann gibt es auch entsprechende Verschuldung all dieser drei Gruppen, Verschuldungsmöglichkeiten im Rest der Welt und das nennt man dann Auslandsverschuldung. Wenn wir das erstmal innerhalb eines Landes betrachten, bleiben also die drei Gruppen. In der Summe müssen die Schulden anwachsen, weil ohne das die Geldvermögen nicht anwachsen können. Die Geldvermögenden legen aber sehr viel Wert darauf, dass ihr Vermögen anwächst. Und sie werden auch zum Beispiel gegenüber den Banken, wo sie ihr Geld anlegen, gegenüber den Investmentfonds, wo sie ihr Geld anlegen und so weiter, werden sie Druck ausüben und sagen, mach